Er saß eines Tages auf einer Bank in Hamburg und wusste nicht, wo er war und auch nicht, wer er war. Jonathan Overfeld ist sein Leben entfallen, wie anderen eine Telefonnummer. Fug, so nennen Psychiater diese durch Furcht ausgelöste Form der Amnesie. Gemeinsam mit dem Journalist Kuno Kruse begibt er sich auf die Suche nach seiner Vergangenheit und findet eine von Schlägen und Vergewaltigung geprägte Kindheit in katholischen Heimen. Das Klavier. Es ist Sonntagmorgen, einer dieser leeren Vormittage nach schlaflos leerer Nacht. Sonnenlicht fällt durch die Fenster des Aufenthaltsraumes der psychiatrischen Station der Berliner Charité. Jonathan hebt den Klavierdeckel, rückt den Schemel heran, setzt die Hände auf die Tasten. Das Ave Maria aus dem Präludium C-Dur des ersten Teils des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach. Es ist in den Händen. Er braucht keine Notenblätter. Auch die verkrüppelten kleinen Finger gehorchen den Tönen. Er merkt nicht, dass andere Patienten, angelockt von seinem Klavierspiel, auf den Stühlen hinter ihm Platz nehmen. Auch einige Schwestern. Als er Publikum applaudiert, in diesem Moment, der einer des Glücks hätte sein können, da plötzlich blickt er in das Entsetzen. Bilder sind da. Die Nordsee. Eine große Halle. Er sieht sich selbst an der Tastatur eines Flügels. Ein Knabe noch mit langem, blonden Lockenhaar. Kinderchöre singen. Einer ist aus Frankreich. Einer aus Bayern. Kameras. Drehscheibe, so heißt die Sendung. Es ist ein Vorweihnachtskonzert. An diesem Sonntag in der Charité ist alles da. Nein, es war die ganze Zeit da. Es war ein Gefühl, Abscheu, eine Last. Nun bekommt sie Konturen. Eine Dame, sehr groß, schlank, in Begleitung zweier Herren. Sie sind so begeistert, er müsste sofort noch einmal spielen. Ja bitte, jetzt gleich. Sie reden von anderen, die schon auf ihn warten. Sie wollen ihn fördern. Sie nehmen ihn in ihrem Auto mit. Da ist eine Villa am Wasser mit Säulen am Eingang. Jonathan stellt das Klavier zu, springt auf. Der Hocker fällt um. Er rennt über den Stationsflur. Wieder rast das Herz. Er ist schweißnass. Der Arzt gibt ihm eine Spritze. Zur Beruhigung. Der Öffner. Jonathan Overfeld ist zu einem Treffen ehemaliger Heimkinder in der westfälischen Stadt Paderborn gereist. Er ist sich nicht mehr sicher, ob es wirklich eine gute Idee war, sich hier auf die Suche nach seiner Vergangenheit zu machen. Er hat keine Erinnerung an ein Salvator-Gleglos-Heide, das 50 Kilometer von Paderborn entfernt liegt. Dass er dort gewesen sein musste, wusste er nur aus einem in seiner Krankenakte gefundenen Briefverkehr. Ein paar Schwestern stellen sich ihren Vorwürfen. Jonathan hat keine Lust, sich dieses ganze Gerede anzuhören. Diese Tagung hier, das ist nicht seine Welt. Was hat er damit zu tun? Jonathan verlässt den Tagungssaal, steht verloren in der Eingangshalle davor. Was macht es schon, dass er in diesem Heim ganz in der Nähe von Paderborn gelebt hat? Nichts mehr davon lebt in seiner Erinnerung. Alles ist weg. Tot. Weißt du nicht mehr? Fragt ihn ein Herr, der ihm jetzt beim Café am Resopartisch gegenübersteht, so alt wie er selbst. Ein Mannsbild mit sonorer Stimme, sehr aufrecht, in einem guten Anzug. Die Krawatte in der Farbe seiner Partei. Erinnerst du dich nicht mehr an Lupo? Lupo. Jonathan sagt es noch einmal. Lupo. Lupo. Der Name sprengt die Tür zu einem Verlies in Jonathans Seele. Es öffnet sich und Ekel kommt hervor. Er war weggesperrt für alle Ewigkeit.
Nun kriegt dieser Lupo schmächtig hochgewachsen, aber fast mädchenhaft in seiner Kutte mit der Kordel daran die Stufen wieder hinauf. Er kriecht durch den Eiter schwelender Wunden. Er kriecht zurück in Jonathans Kopf. Das Salvator-Kolleg. Das Jugendstilhaus am Rande des Teutoburger Waldes mit seinen vielen Räumen, den großen Gärten, Gewächshäusern, Feldern und Ställen, den Werkstätten in den Fachwerkgebäuden und der großen Halle hätte für Jugendliche ein schöner Ort sein können. Alles zur größeren Ehre Gottes und zum Heil der Kinderseelen. So hat es Ordensgründer Pater Jordan im 19. Jahrhundert den Auftrag der Bruderschaft in seinem geistlichen Tagebuch festgeschrieben. Erziehungsanstalt stand in den 60er Jahren auf den Landkarten von Schloss Heide bei Hövelhof, nicht weit von Paderborn, als Jürgen dorthin kam. Zack, zack! Das war das Erste, was er hörte im Haus der Besinnung. Ab los, die Treppen hoch, geht's auch schneller! Der Priester am Eingang stieße vorwärts wie einen Gefangenen. Er war ein Gefangener. Von dem Moment an, da sich die Glastür des Salvator-Kollegs hinter ihm schließt, hat er nur noch einen Gedanken. Ich werde es euch zeigen. Er wird dem Direktor vorgeführt. Der riecht nach Schnaps. Dann wird der Pater Sebastian zugeteilt. Er leitet die Gruppe. Bastard, sagt der Pater. Er ist klein und sein Gewand wölbt sich über den dicken Bauch. Er nennt sie alle Bastarde. Wir werden euch zu guten Christen und anständigen Mitgliedern der Gesellschaft erziehen. Jonathan erinnert sich jetzt wieder an die Worte, wie er nun alles erinnert. Das nächste Wort, das sich Jonathan bis heute eingeprägt hat, ist parieren. Pater Sebastian hatte ihm den Krieg erklärt. So jedenfalls verstand es Jürgen. Er hielt noch immer den kleinen Reisekoffer in der Hand, den mit Tante Anna gepackt hatte. Den schleuderte er jetzt in Richtung Pater. Der Koffer landete unter diesem Schreibtisch. Und schon knallte die erste Ohrfeige in Jürgens Gesicht. Es brannte. Er guckte nur herausfordernd und bekam gleich die zweite. Jürgen hatte die Wange nicht hingehalten, wie es Christen tun sollten. Er hatte die Kriegserklärung angenommen. Er nahm den Koffer auf und brachte ihn in sein Zimmer. Es war ein Zimmer für ihn allein. Das Bettzeug war weiß, aus groben Leinen. Ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, ein Spind. An der Wand das Kruzifix. Er hörte noch, wie Pater Sebastian den Schlüssel umdrehte. Da saß er, eingesperrt und hatte nur einen Gedanken. Lange bleibst du nicht. Aber es sollten viele, viele Jahre werden.